Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 im Iron Man Mode. Staffel 8, wir sind Riazan und wir haben einen etwas chaotischen Schachzug gemacht mit Albenga, das wir von Genua erobert haben. Ich hoffe, es wird uns was bringen, ich hoffe, wir können die Gelegenheit nutzen, uns eventuell mit Mailand verbünden, die uns freundlich gesinnt sind. Sehr schön. Das werden wir machen, sobald wir den Krieg beendet haben. Wir werden uns mit Mailand verbünden und haben damit dann eine Basis, um gegen Lucca vorzugehen. Und eventuell können wir uns auch noch Böhmen holen. Allerdings, ja, Böhmen hat gerade ein Problem mit einer Koalition. Also die behalten wir mal im Auge. Wir markieren uns mal beide als wichtig. Ich glaube, wenn wir schon dabei sind, da wir jetzt in dem Bereich aktiv sind, markieren wir uns auch mal so ein paar andere Nationen als wichtig. Dass wir da zumindest einiges mitbekommen. Aber okay, fokussieren wir uns auf das Spiel. Wir sind ja immer noch dabei, die Horde zu erobern. So gut es eben geht. Na, die sind zuerst da. Und das ist viel Zermürbung, die können wir überhaupt nicht gebrauchen. Mailand greift Savoyen an. Und Albenga ist Teil unseres Besitzes. Sehr schön. Ganz orthodoxe Albenga, ich finde es immer noch sehr schön. Und damit sollten wir gerade auch keine Überdehnung mehr haben. Ja, sehr schön. Das heißt, wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, so gut wie möglich die Feinde zurückzuschlagen. Die Belagerung da unten läuft ja noch. Und je nachdem, wo die Rebellen sich gleich hin bewegen, werden wir gucken, dass wir uns da einzelne Provinzen zurückholen. Beziehungsweise wir werden uns eben auch darum kümmern, dass wir hier die Provinzen kriegen. Immerhin haben wir darauf Ansprüche. Unter anderem das Kriegsziel, nämlich Maya. Das heißt, ich mache jetzt einmal den hier erstmal. Die marschieren weiter da lang. Das heißt, wir können uns auch das holen, ohne Gefahr. Weil wir gerade erstmal außerhalb der Reichweite der Feinde sind. Ich hoffe einfach nur, dass die Astrakhan kriegen, bevor die Krim bekommen. Sonst wird es nämlich nervig. Machen wir hier mal kurz den. Oh, sehr schön, wir haben Astrakhan. Auch wenn es erst nicht richtig angezeigt wurde. Lass mich mal kurz schauen. Wir nehmen mal Böhmen raus. Böhmen ist nämlich nicht so wichtig gerade. Böhmen ist vernachlässigbar. Wir holen uns jetzt hier schnell die Provinzen. Auf jeden Fall nehmen wir das, worauf wir Ansprüche haben. Würde dazu führen, dass die... Oh, shit. Die Osmanen könnten sich einer Koalition anschließen. Gut, das wird aber nicht passieren. Wenn die blaue Horde, von denen, der ist nicht mehr viel übrig. Genua genauso. Bezweifle, dass sich da eine Koalition bilden wird. Aber wir sollten es trotzdem nicht übertreiben und vorsichtig sein. Aber wir sollten diesen Frieden auch so schnell wie möglich schließen eigentlich. Zumindest Astrakhan hätte ich eigentlich noch sehr gerne. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal... Moment. Warum kostet uns der Frieden was? Habe ich meinen Anspruch auf Sarai verloren? Tatsächlich, verdammt. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Sarai ist halt eine Menge wert. Oh, Sarai ist auch eine hochentwickelte Provinz. Also die sollten wir auf keinen Fall zurücklassen. Genauso sollten wir Astrakhan eigentlich nicht zurücklassen. Wisst ihr was? Wir kriegen ja gleich unser Kriegsziel. Das heißt, den Moment warten wir jetzt einfach noch ab. Jetzt haben wir es nämlich. Genau, jetzt akzeptieren sie nämlich auch das. Könnte sich eben auch Gazikumuk anschließen. Also wir werden uns das mal angucken in Ruhe. Genua wird bald wieder rausfliegen. Die werden in einem Jahr draußen sein. Maximal zwei. Und solange wir Moskau im Rücken haben, sollten wir auch mit dem Rest klarkommen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach noch so viel Geld wie möglich dazu. Es ist so viel Geld wie möglich. Denn wir haben zwei Provinzen dadurch bekommen, die Gold wert sind für uns. Nämlich Sarai und Astrakhan. Außerdem haben wir Moskau vom Weg nach Süden abgeschnitten erstmal. Da ist halt die Frage, wie viel uns das tatsächlich bringt. Aber den Frieden nehme ich jetzt. Bevor nämlich uns die Krim verloren geht. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Wir beginnen auf jeden Fall mit erhöhter Autonomie. In allen Provinzen. Und wir beginnen mit Kernprovinzen. In all diesen Provinzen. So. Wir sammeln uns. 22 Regimenter haben wir.
wir sollten mit diesen Rebellen klarkommen, eigentlich. Ich hoffe es zumindest. Und die Blaue Horde ist nicht länger ein gültiger Rivale für uns. Was allerdings auch viel wichtiger ist, fällt mir gerade mal auf. Hallo, Mailand. Na, wie geht's euch? Übrigens, wer kämpft eigentlich gerade gegen wen? Wie sieht dieser Krieg aus? Wirklich nur Mailand und Savoyen gegeneinander? Okay. Das ist eine Gelegenheit, die wir nutzen wollen. Eventuell was von Savoyen abzuschneiden, solange die alleine dastehen. Ich meine, wir haben dann eventuell ein... Da kommt zur Schlacht, da gucken wir gleich drauf, aber es sieht schon mal gut aus. Wir haben hier eventuell ein Problem mit denen. Beziehungsweise mit der AE haben wir eventuell ein Problem. Dennoch würde ich die Gelegenheit ungern ungenutzt verstreichen lassen. Wir können jetzt Moskau rivalisieren. Wir sind jetzt groß genug, um Moskau zu rivalisieren. Wir schlagen erstmal die Schlacht gegen die Rebellen. Oh oh. Alles nochmal gut gegangen, okay. Wir teilen uns auf. Was würde Polen zu einem Bündnis sagen momentan? Minus 141. 50 davon, dadurch, dass wir mit Moskau verbündet sind. Also es würde verdammt schwierig werden, das Bündnis tatsächlich umzustellen auf die... Wir brauchen eine Großmacht. Die Frage ist, ob es reichen würde, sie zu rivalisieren. Und das ist unwahrscheinlich. Also wir müssten auf freundliche Haltung kommen. Es wird nichts. Wir müssen bei Moskau bleiben für den Moment. Leider. Das verleitet mich aber wirklich dazu, Österreich zu nehmen. Österreich hat Mailand rivalisiert. Und Frankreich. Ja, bleibt mir gerade nicht wirklich was anderes übrig. Das kleine Riazan rivalisiert Österreich. Oh, wow. Wie dem auch sei, wir hatten hier erstmal Erfolg. Was ich jetzt machen werde, ist das Übliche, dass wir zumindest die Strelitzen zusammenziehen. Dass wir da etwas weniger haben, das wir versorgen müssen. Und wir sammeln die auch mal in Azov, würde ich sagen. Vielleicht können wir ja noch mehr zusammenziehen. Sehr wahrscheinlich können wir noch mehr zusammenziehen gleich. Sind eben, wie gesagt, weniger Regimenter, die unsere Stabilität erhöhen. Irgendwas habe ich da falsch bewegt. Ihr solltet dahin. God damn it. Marschiert ihr noch dahin? Und die marschieren auch noch mit dahin. So, jetzt aber. Und wir können sie nochmal zusammenziehen, okay. Das war jetzt ein bisschen lächerlich, aber es hat ja alles funktioniert. Unsere Schatzkammer sieht gerade relativ düster aus, aber es liegt daran, dass wir Truppen regenerieren, vor allem. Nicht nur, aber vor allem. Was ich allerdings auch machen werde, ist in Astrakhan die Festung nicht stilllegen, aber in der Krim. Und ich glaube, wir werden früher oder später eine Festung in Albenga bauen müssen. Und abgesehen... Ja. Truppen sammeln. Truppen regenerieren. Und hoffen, dass das Plus gleich wieder dasteht. Kühn ist bekehrt, das ist schon mal sehr gut. Machen wir doch bei Azov gleich weiter, es geht auch schnell. So, unsere Truppen sind fast wieder auf maximaler Stärke. Das heißt, ich werde jetzt auch mal den Unterhalt runtersetzen für den Moment. Und zwar komplett. Adlige fördern in der Zwischenzeit höhere Pensionen. Gerade sind sie ja noch illoyal. Das Problem ist, 20 Jahre lang Steuereinnahmen minus 10%. Das tut einfach weh. Aber ich fürchte, wir brauchen die Manpower gerade. Ich hasse diese Situation, wisst ihr das? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das mache, aber wir kommen ihren Forderungen nach. Königshäuser mussten ihre unbotmäßigen Adligen mit vielen Tricks bei der Stange halten. Eines der verbreitetsten Mittel war Bargeld. Adlige verlangten im Austausch für die Abtretung gewisser Rechte an den Monarchen höhere Pensionen. Damit sind sie immer wieder loyal und wir kriegen mehr Manpower.
Auch wenn es meiner Geldbörse sicherlich nicht gut tun wird. Das geht, 0,3. Geht tatsächlich, das macht nicht viel aus. Die Osmanen haben den neuen Herrscher. Okay. Nogai greift die blaue Horde an. Also das, was von denen noch übrig ist. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Astrakhan und wir haben Sarai erobert. Zwei der wertvollsten Provinzen in der ganzen Gegend. Vor allem Astrakhan mit der Wolga-Mündung. Ist definitiv einiges wert. Problem ist, wir müssen natürlich die Rebellen im Auge behalten. 23.000 sind auf jeden Fall unangenehm. Und Gazikumuk ist unabhängig. Und erhält zwei Provinzen. Und Shirvan wird annektiert. Die haben jetzt halt das Bündnis mit den Osmanen und mit Moskau. Die Blaue Horde steht ziemlich alleine da. Die werden wir jetzt wahrscheinlich früher oder später noch holen. Zumindest die beiden Provinzen. Und ich hoffe, dass Gazikumuk bald auch wieder alleine dasteht. Aber wir schauen jetzt erstmal... Glaube ich noch gar nichts. Ich glaube, wir warten erstmal ab. Wobei, Cuneo würden wir wahrscheinlich am ehesten bekommen. Auf Cuneo hat nämlich keiner einen Anspruch. Und es hat auch keine... Also generell, hat keine Kernprovinz oder sonst was außer Savoyen. Das heißt, wenn wir irgendwo Erfolg haben, dann da. Das Plus ist gerade viel zu gering, aber das Gute ist, es wird hochgehen. Es ist nämlich gerade vor allem wegen Missionaren und Korruption da. Wir könnten die Admin-Sachen wieder nehmen, die Admin-Ideen, aber ich glaube, ich bleibe bei der Tech. Ich will zumindest die Sense haben noch, bevor wir darauf erstmal wieder verzichten. Doga erhebt einen Anspruch auf uns, na danke. Mofara ist unabhängig. Hallo Mofara. Na, ihr werdet euch wahrscheinlich nicht versalisieren lassen. Aber tatsächlich nehme ich mal die Tunesien-Mission raus. Beziehungsweise die Mission lassen wir noch aktiv, aber den Diplomaten hätte ich gerne. Ich würde nämlich gerne versuchen, mir Mofara zu sichern, solange die kein weiteres Bündnis haben zumindest. Und wenn wir aus dem Krieg nur Geld ziehen, dann hat es sich trotzdem gelohnt. Die Osmanen breiten sich in der Zwischenzeit weiter aus hier unten. Das ist nicht gut. Wir werden halt ein zweigeteiltes Reich haben. Das ist das Problem. Das ist ein bisschen wie das ursprüngliche Preußen. Wie Brandenburg-Preußen. Nur halt wesentlich schlimmer, weil da war es immerhin nur eine kurze Entfernung. Das hier ist ein bisschen weiter. Das ist fast schon eine Kolonie in der Hinsicht. Aber okay, mal gucken, was draus wird. Wie das klappt. Es könnte potenziell sehr gut klappen. Schon liegt auf könnte. Ich hoffe einfach mal, es wird sehr gut klappen. Aber auf jeden Fall macht der hier keinen Sinn mehr, fällt mir gerade auf. Du gehst heim. Den einen Anspruch haben wir nämlich. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass Genua sich den nicht holen wird. Was machen denn die Rebellen? Die werden noch eine Weile brauchen. Wir haben unsere vier Transportschiffe. Bringen wir erstmal die ersten vier Strelitzenregimenter darüber. Piemont mussten sie an Mailand abgeben. Gazikumuk beansprucht ebenfalls Astrakhan. Solange wir Moskau auf unserer Seite haben, ist alles gut. Savoyen ist aber nicht länger ein gültiger Rivale für uns. Und ich werde einen Teufel tun und einen von den anderen nehmen. Die werden wir nicht unnötig provozieren. Österreich ist schon schlimm genug. Aber gut, dann haben wir den Diplomaten immerhin wieder frei und der kann hier die Beziehung verbessern. Und das Problem an der zweigeteilten... Gleich komme ich darauf zu. Die große Synode. Die Kirche hat sich in einer großen Synode versammelt und bittet um unsere Unterstützung und gewisse Privilegien im Gegenzug für ihre Unterstützung im Kampf gegen antifeudale Ketzereien, die unser Land heimsuchen. Helfen wir der Kirche, das Volk unter Kontrolle zu halten oder unterstützen wir die Bewegung, um die alte feudale Ordnung aufzubrechen? Und ich sage, wir gewähren die Privilegien. Und was ich gerade sagen wollte, das Problem bei dem zweigeteilten Reich ist, zumindest solange wir keine starke Flotte haben, dass wir auch eine zweigeteilte Armee haben werden. Deswegen werden wir im Laufe der Zeit auch sehr stark auf Flotte sitzen müssen, früher oder später. Ich hätte hier gerne zumindest noch eine zweite Armee, bevor wir irgendwas anderes machen. Wobei, Savoyen kann gerade... Sie werden sehr viel machen können. Frankreich begleicht die Schulden.
Mal so. Schicken wir die noch mit. Geld haben wir ja gerade bekanntermaßen nicht so viel. Die Risiken des Handelns. Oh. Handel über große Entfernungen ist zwar profitabel, kann aber riskant sein. Auf dem Land wie auf dem Wasser bleiben das Wetter, Briganten und Piraten aber konstante Bedrohungen. Normalerweise können die Bürger mit einem gewissen Maß an Pannen umgehen und haben außerdem selbst die Möglichkeit, sich und ihre Fracht zu beschützen. In letzter Zeit ist es aber einer großen Anzahl von Händlerfamilien schlecht ergangen. Manchen von ihnen winkt sogar der Bankrott. Daher könnte es vorausschauend sein, ihnen finanzielle Hilfe zuzusagen, um ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Wir haben kein Geld. Die wussten auch, was sie sich da einließen, das ist ganz klar. Was sagt denn die AE-Karte eigentlich hier? Och, das sollte kein großes Problem sein, wenn wir Cuneo erobern. Und selbst wenn wir uns im Nachhinein nochmal Ferrar holen, wäre das auch definitiv machbar. Gewährte Monopole bei den Bürgern ist abgelaufen. Dann gewähren wir ihnen doch tatsächlich nochmal Monopole, einfach damit sie wieder zufrieden sind. Die diplomatische Hilfe können wir ihnen ja gerade sowieso nicht bieten. Oh, Moskau hat alle Schulden von Ungarn beglichen. Nett. Schätze ich. Was wir jetzt aber mal machen werden, ist mal kurz den Kollegen aus Tunesien heimholen. Und Savoy in den Krieg erklären. Wobei, haben die hier... Die haben keine großen Festungen. Also wir haben auf jeden Fall genug Truppen, um uns das zu holen, was wir haben wollen. Dementsprechend ist das eigentlich kein Problem. Problem ist eher, dass die Zahl der feindlichen Truppen hier vor Ort... Ich werde noch Verstärkung brauchen, glaube ich. Ich glaube, 12-12 wäre ganz sinnvoll für die aktuelle Situation. Haben die da ernsthaft gerade eben eine Festung fertiggestellt oder kam mir das jetzt nur so vor? Egal. Wir haben neue Provinzen. Neue Kernprovinzen. Wir fangen sofort an zu bekehren. Und ich hoffe, wir kommen mit dem Geld hin. Es wird nämlich langsam eng sonst. Und wir machen auf jeden Fall mal den hier, glaube ich. Also auf lange Sicht hätte ich gerne 16-16 von den Armeen her. Ich glaube, das sollte relativ gut hinhauen. Aber da müssen wir wirklich mal schauen, wie wir das angehen. Wie gut ist das denn? Frankreich ist uns freundlich gesinnt. Staatsehe. Wir sind gerade im Krieg, wir können kein Bündnis mit ihnen schließen im Augenblick. Aber die Staatsehe machen wir schon mal. Und ich weiß, mein Herrscher ist nicht mehr der Jüngste. Aber ich habe viel zu lange damit gewartet. Den Erben können wir nämlich nicht gebrauchen. Natürlich kriegen wir jetzt... Ah, Rebellen. Regionale Adlige fordern Riazan heraus. Lokale Adlige sind mit den Vorteilen, die sie erhalten, nicht zufrieden. Sie verlangen mehr Rechte und sind willig, diese mit einer Rebellion gegen den Knees durchzusetzen. Ich würde sagen, wir geben ihnen mehr lokale Autorität. Denn Revolte können wir uns gerade nicht leisten. Moskau hebt Anspruch auf unseren Thron. Wir haben dafür Cuneo. Und ein... Oh, das ist schön. Ein gemeinsames Interesse. Es ist kein Geheimnis, dass sowohl Knees Ivan IV. Als auch die Königin Margarete mit Worten und daher auch mit Leuten umgehen können. Beide können einen Fremden in ihrer Anwesenheit dazu bringen, sich völlig ungezwungen zu fühlen. Und es gelingt ihnen irgendwie jedes Mal, das abschließende Argument in einer Diskussion anzubringen. Auch wenn sie vielleicht nicht ebenbürtig hinsichtlich ihres Charmes sind und unterschiedliche persönliche Stärken nutzen, so haben sie zunehmend Freude daran gefunden, soziale Ereignisse gemeinsam zu besuchen und werden häufig dabei gesehen, wie sie sich gegenseitig anlächeln. Eins ist sicher, dem Fürstentum geht es seit ihrer Vereinigung besser. Wir kriegen entweder diplomatische Macht oder wir werden sogar besser. Ja, wir kriegen die diplomatische Macht, aber trotzdem gut. Was ich jetzt gerne machen würde, können wir nicht. Wir können gerade noch keine neuen Kulturen akzeptieren, leider. Schade. Aber die neuen Truppen sind da. Und Cuneo geben sie uns leider noch nicht. Schade. Dazu sind sie noch nicht bereit. In dem Fall sammeln wir einfach mal die Truppen. Wir holen uns mal einen General. Habe ich noch keinen Zugang von Mailand? Nein. Dann holen wir uns und marschieren jetzt nach Valais los. Ich meine, wir sollten in der Überzahl sein. Deutlich sogar. Sollte also kein Problem sein.
Und ich krieg meinen Anspruch auf Mafferat. Genua und Elsass wären mit dabei. Also eine Handelsliga, mit der wir zumindest auf See nicht mithalten könnten. Also an Genua würden wir nicht rankommen. Wir würden dann wahrscheinlich so zu Beginn erstmal Montferrat überrennen. Sehr schön, wir haben die weiteren Kernprovinzen. Und sie bieten uns den Frieden an. Nee. Also ich will Cuneo auf jeden Fall und ein bisschen Gold, wenn es geht noch. Und davon habe ich gerade sehr, sehr wenig. Ehrlich gesagt interessiert uns eigentlich auch fast nur das Gold. Machen wir es so. Nehmen wir noch Kriegsreparation, wir haben eine neue Provinz. Und hoffen wir einfach, dass sich die Koalition nicht allzu bald bildet. Aber das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Eine neue Festung, die wird aber erstmal stillgelegt, glaube ich. Na, wobei, das überlege ich mir. Ja, Personalunion bei Tod des Monarchen, das wäre sehr ungünstig. Wobei der Erbfolgekrieg zugegebenermaßen sehr lustig wäre zwischen Moskau und Frankreich. Der Vorteil, den wir tatsächlich haben, ist, Kolonialismus könnte sich hierhin verbreiten. Relativ schnell. Ah. Und welches Regierungsding haben wir denn gerade? Den zu Debnik, den nehmen wir sofort. Bringt uns ja bekanntermaßen auch mehr Geld, weil die Autonomie schlichtweg geringer ist. Den Armeeunterhalt werde ich erstmal runtersetzen, wobei einen Tick lasse ich hier noch oben, damit die Truppen wieder auf dem hohen Stand sind. Und ich kann neue Rivalen wählen. Oh, die Mamelucken. Ja, die nehmen wir. Die interessieren uns nämlich auch nicht besonders, wenn wir ehrlich sind. Dich kann ich auch heimholen eigentlich. Ist hier in dem Bereich eigentlich Korsika interessant und Lucca ist interessant. Und was noch viel interessanter ist, ja, mein Bündnis mit Frankreich. Ich möchte anmerken, ich halte unsere Situation gerade für relativ sicher. Wir sind verbündet mit Moskau und mit Frankreich. Zwei Großmächte an unterschiedlichen Positionen. Niemand sollte sich gerade trauen, uns anzugreifen. Und das Schöne ist, die werden sich auch nicht allzu bald gegenseitig in die Haare kriegen, wahrscheinlich. Was jetzt noch schön wäre, wenn wir von Moskau auf Polen wechseln könnten. Beziehungsweise Polen-Litauen, wenn es denn dazu kommt. Und dann müssten wir mal schauen. Aber ich lehne mich jetzt auf jeden Fall zurück. Bekehre weiter mein Land. Baue es weiter aus. Und gucke, dass wir noch von den Texten ein bisschen aufholen. Militär zumindest hätte ich gerne auf Stufe 10. Und ich meine, wir könnten noch versuchen, uns mal auf Rat zu holen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Weil selbst wenn wir es nicht erobern. Wir warten noch, bis wir die Tech haben und dann machen wir das. Weil selbst wenn wir es nicht erobern, dann können wir uns aus den drei Sachen Geld ziehen. Aber die Flotte schicke ich trotzdem mal hier hoch. Und hier werde ich auch mehr Truppen brauchen, sonst habe ich bald ein Problem. Wie weit ist denn der Strelitzen? Da können wir schon bald wieder was ausheben. 8 Regimenter werden wir da ausheben, wenn es soweit ist. Das ist sehr schön. Das lohnt sich definitiv. Und auf die blaue Horde können wir auch wieder Ansprüche fingieren. Schicken wir den einen dahin, den anderen schicken wir dahin und dann entspannen wir uns. Ich glaube, so gut ging es unserem Land schon lange nicht mehr. Zumindest von den Zukunftsaussichten her. Ich meine, Bündnis mit Frankreich ist nicht schlecht. Auch wenn Frankreich aus irgendwelchen Gründen immer noch keine Provinzen von England zurückgeholt hat. Dennoch sind sie die Großmacht in Zentraleuropa momentan. Wir haben sogar ein halbwegs angenehmes Plus. Margarete ist gestorben. Möge sie in Frieden ruhen. Welche diplomatischen Beziehungen haben wir eigentlich gerade? Polen können wir gerade erstmal rausnehmen, eigentlich. Du kommst mal heim. Polen ist nicht zu einem Bündnis bereit momentan. Das heißt, so sehr interessieren sie mich auch gar nicht. Dann würde ich nämlich gucken, ob das eventuell noch einen anderen Bündnispartner holen.
bevorzugt eben in Europa, damit wir uns hier gegen, damit wir uns quasi im neuen Riasan schön verbreiten können. Frage ist, wer da in Frage kommt. Ich nehme an, genau, Kastilien ist mit Frankreich rivalisiert, genauso wie England, Österreich und eben das Osmanische Reich. Also die Großmächte können wir tendenziell vergessen. Böhmen können wir auch vergessen, weil wir Österreich rivalisiert haben. Also eher kleinere Sachen. Ja, die Schweiz könnte man versuchen. Hat Mailand noch? Venedig haben sie noch. Venedig ist aber auch mit dem Kirchenstaat verbündet. Ich glaube, ich versuche es tatsächlich mal mit der Schweiz. Allerdings nicht jetzt sofort. Erstmal schicke ich meinen Diplomaten wieder zur Blauen Horde, denn die Ansprüche sind mir gerade doch noch wichtiger als ein weiteres Bündnis. Weil ich fühle mich eigentlich gerade ziemlich sicher. Oh, das ist schön. Wir kriegen einen Erben. Oh, wow. Was eine Pfeife. Also militärisch kann ihm keiner was, aber davon abgesehen. Ah, das Haus Tscheljadin. Tscheljadnin, so rum. Mit der Vereinigung von Ivan IV. Und Katja haben wir nicht nur einen Ehepartner gewonnen, sondern auch einen neuen Verbündeten in unserem Reich. Die Tscheljadnin sind eine alte und einflussreiche Familie und ihr Sitz in der Krim ist ein Juwel des Fürstentums. Erstmal mit den ehemaligen Feinden einlassen und das Bündnis zu stärken, das ist gut. Natürlich muss unsere Freundschaft in beide Richtungen gehen und es wird erwartet, dass Katja für ihre Familie spricht, während unser Knecht solchen Rat sehr sorgfältig in Erwägung zieht. Damit kann ich leben. Da melden sich gerade Rebellen. Es wird noch 3 Jahre dauern, bis wir die rekrutieren können. Okay, die Flotte fährt zurück. Wir brauchen Verstärkung und zwar jetzt. Moskau hat den Anspruch auf unseren Thron verloren. Sehr schön. Aber gut, das war irgendwie klar. Befestigung. Die Befestigung des Reiches hat die permanente und größte Aufmerksamkeit des Regenten. Besonders an den Grenzen oder an strategischen Stellen wie Hauptstädten, großen Werften oder wichtigen Kolonien. Cuneo. Das wird sich tatsächlich lohnen. Das machen wir, obwohl wir eigentlich kein Geld für sowas haben. Aber Cuneo lohnt sich meiner Meinung nach gerade sehr. Das ist eine Bergprovinz. Das ist quasi unsere. Ja, und das sind unsere äußersten Provinzen. Also das kann sich als potenziell sehr sinnvoll erweisen, dass ich das gerade gemacht habe. Ich habe einen Anspruch verloren auf Jaik gegen Moskau, okay. Damit kann ich aber leben. Den Aufstand werden sie bald starten. Dann hole ich mir jetzt erstmal die Reiter. Mit den östlichen Husaren. Wir bauen die Armee ein bisschen aus. Wen schicken wir gerade hin? Wir kommen mit 3-1, also haben wir damit 8-3. Es ist so teuer. Eine weitere Kavallerie. Die hatte ich noch vergessen umzustellen. Ich fürchte fast, ich werde gleich nochmal einen Berater entlassen müssen, sonst wird's eng. Wobei der Vorteil ist, wenn wir uns verschulden, wir sind mit gleich zwei Großmächten verbündet. Also ist die Chance gar nicht mehr so schlecht, dass sie eventuell uns die Schulden bezahlen. Vielleicht sollte ich mich mit Absicht verschulden. Ich glaube, das wird schon fast ausnutzen der Spielmechanik, glaube ich. Aber okay, wir kriegen auf jeden Fall die Sense mit erhöhter Produktionseffizienz. Das hat sich schon mal gelohnt. Es gibt nämlich wieder Geld. Und hat den Krieg zwischen den Osmanen und Ungarn? Schon wieder? Okay, viel ist nicht mehr übrig von Ungarn. Ich krieg die Kriege nie mit. Das ist ein bisschen irritierend. Aber gut, ich werde hier auch mal die Autonomie erhöhen, damit wir da keine Rebellenprobleme bekommen. Jedenfalls nicht allzu bald. Und wir sammeln weiter Truppen. Ziehen jetzt alles hier rüber, sonst wird's eng. Strakansarei. Welche Provinzen sind die anderen? Das sind alles die hier, okay. Ja gut, da habe ich die Autonomie jeweils schon erhöht. Da kann ich nicht mehr viel machen.
Aber ich könnte mir theoretisch einen italienischen Techniker einstellen und das mache ich tatsächlich gerne. Zwischen 1450 und 1600 waren italienische Belagerungstechniker hoch begehrt. Sie sollten den Militärs Europas die Feinheiten der Trance Italienne beibringen. Diese Techniker waren in den meisten Fällen ohne nationale Identität und arbeiteten für jeden, der sich ihre Honorar leisten konnte. 40 militärische Macht für 28 Dukaten. Habe mal zu wenig Prestige. Aber nein, wir kriegen gerade relativ viel. Militärische Macht, da halte ich das nicht unbedingt für nötig. Lassen wir noch die Flotte übersetzen. Ein letztes Mal und machen uns bereit. Außerdem weitere Ansprüche auf die Horden natürlich. Das gehört ja zum guten Ton. Aber sie haben immer noch keinen Aufstand gestartet. Also in dem Punkt ist mir das tatsächlich sehr, sehr recht. Wir müssen allerdings immer noch auf die Strelitzen warten. Können wir? Moment. Haben wir eine Provinz? Die relativ niedrigen Unruhen. Sarai und Astrakhan sind beide relativ niedrig. Ihr stellt euch mal nach Sarai. Wenn wir Glück haben, können wir die Rebellen nämlich so blockieren, dass sie in der Provinz gar nicht mehr einen Aufstand starten wollen und dann bekommen auch noch weniger. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ich setze jetzt einen Cut. Wir werden uns sehr sicher in der nächsten Folge mit Rebellen auseinandersetzen. Und davon abgesehen haben wir, glaube ich, mit dieser Bündnissituation die beste Lage, die wir bisher hatten in diesem Spiel. Bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein.